Zahlung weiterverfolgte. Ich war ja auch ein Narr, den Kontakt ohne Vorschuss anzunehmen, aber jetzt bin ich nun einmal in dieser verzwickten Lage. Die Landstraßen sind voller Banditen und ich habe kein Geld, eine Eskorte zu bezahlen. Ich werde also sehr dankbar, wenn ein gut bewaffneter Trupp oder in den nächsten paar Tagen die Stadt verlässt, mich unter Fittiche nehmen könnte. Wo müsst ihr jetzt hin? Es tut mir leid, ich habe alle Männer, die ich momentan brauche. Wo müsst ihr jetzt hin? Geroia, letztendlich aber würde ich die Gelegenheit willkommen heißen, erst einmal ein Handvoll Dinare in meiner Tasche zu bringen, damit ich nicht mit leeren Händen heimkehre. Wenn ihr mir also Kost und einen Teil der Beute versprecht, wäre ich froh, für eine Weile an eurer Seite kämpfen zu dürfen. Das Belagerungswerk ist meine Spezialität, obwohl ich denke, dass ich mich auch im offenen Gefecht redlich schlage, wenn es sein muss. Eigentlich brauche ich eine andere Sorte von Expertise. Ich bitte um Verzeihung. Das gefällt mir. Ich würde euch gerne anhören. Gut, übrigens, als geschickter Baumeister würde ich eine Zahlung für meine Dienste verlangen. Einen Unterzeichnungsbonus von 300 Dinar, wenn nur fair, denke ich. Leider kann ich mich das nicht leisten, also verzeiht, doch das kann ich mir momentan nicht leisten. So, und hier ist der Aleiden. Hallo, ihr da, holt ihr mir noch einen Becher, ja? Ihr müsst mich mit dem Schankwirt verwechseln, mein Herr. Holt selber. Meine zerknitterste Entschuldigung, es ist manchmal schwierig, Leute in diesem verrauchten Düster nicht hier zu erkennen. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich so einen Ort zu meinem Heim machen muss. Ich war der älteste Sohn meines Vaters und seine Erbe, aber meine Mutter starb und mein Vater nahm sich eine neue Frau. Seine neue Gattin war der Ansicht, dass ihr Sohn das Erbe antreten sollte. Sie konnte nicht offen gegen mich agieren, aber eines Tages gab ich einem meiner Hunde eine Schlüsseltalg, die man für mich stehen gelassen hatte, und er fiel tot um. Ich klagte meine Stiefmutter an, aber mein Vater, verhext von ihren dunklen Künsten, wollte mir nicht glauben und befahl mir, ihm aus den Augen zu gehen. Ich hoffe, mein Schwert einem würdigen Hauptmann anbinden zu können, da es der einzige ehrenvolle Beruf für einen Mann meines Standes ist, abgesehen von Landbesitzer. Doch bis dahin bin ich dazu verurteilt, mit Dieben, Vagabunden, Kaufleuten und den ganzen anderen Gesindel der Landstraße zu leben. Vielleicht, mal kurz, einer meiner besten Freunde sind Gesindel. Einen guten Tag, mein Herr. Vielleicht würdet ihr euch gerne für eine Weile meine Kompanie anschließen. Das fände ich sehr annehmbar, mein Herr. Ich bin ein Ehrenmann und ziehe es vor, mit Schwert und Lanze zu kämpfen. Ich sehe, dass ihr von niedriger Geburt seid, also ich, doch es beschämt mich nicht, unter einem erfahrenen Hauptmann zu dienen. Freilich nur unter der Voraussetzung, dass mir eure Gefolgschaft nicht zu nahe rückt. Ich nehme an, dass das kein Problem sein wird. Nun, das ist eine Fehleinschätzung, mein Herr. In meiner Kompanie respektieren wir Mut und Geschick mehr als artiges Geblüt. Herzwehen natürlich nicht nehmen. Nun, das sollte nicht sein. Ich werde mit Ihnen sprechen. Das ist sehr freundlich von euch. Würdet ihr mir 300 Dinare leihen, bevor ich mich mit euch ziehe, damit ich mir würdige Kleidung kaufen kann, die einem Ehemann von adliger Geburt wie mir zusteht? Mein Mantel ist dank einer kürzlichen Pechsträhne abgewetzt. Ich kann nicht zulassen, dass gewöhnliche Soldaten mich allein als einen der Ehen ansehen. Verzeiht, das kann ich mir momentan nicht leisten. Und das müssen wir auch nicht. Das sind zwei relativ schlechte Gefolge, die nichts bringen. Und deshalb, ja, für uns nicht so gut. Guten Tag, mein Herr. Wie kann ich euch behilflich sein? Habt ihr von jemandem in diesem Reich gehört, der eine Tätigkeit für mich hätte? Nun ja, König Haller sucht für seine Kriege oft nach Söldnern. Lass mich etwas darüber nachdenken. Ich habe gehört, dass Reichsritter Delinard in Uxkal war besorgt darüber, dass Banditen ein Versteck in seinem Gebiet etabliert haben. Vielleicht solltet ihr direkt mit ihm sprechen. Lass mich etwas darüber nachdenken. Ich habe gehört, dass Reichsritter Michaud in Burg Ribalet hat nach Leuten herumgefragt, die arbeiten,
suchen. Ich wäre bei ihm aber vorsichtig. Vielleicht solltet ihr direkt mit ihm sprechen. Lass mich etwas darüber denken. Natürlich könnte es noch weitere Aufträge für euch geben. Fürsten und Gildenmeister haben oft andere Aufträge, die uns nicht zu Ohren kommen. Außerdem brauchen die Dörfler hier in der Gegend oft Hilfe, obwohl sie euch wahrscheinlich eher mit einem Stück Käse und Wohlwollen als mit kaltem, hartem Geld bezahlen will. Ich werde meine Ohren für weitere Gelegenheiten offen halten. Vielleicht solltet ihr mich von Zeit zu Zeit aufsuchen. Okay, hat sich auch ein bisschen geändert. Vor allem heißen die Vasallen jetzt einfach Reichsritter. Wahrscheinlich ist es je nach Ort, je nach Reich anders. Das ist relativ gut, also ja. Weil Reichsritter halt so Richtung deutsches Heiliges Reich geht. Und ja, die halt auch ähnlich sind, auch wenn ein bisschen mehr Engländer. Aber ja. So. Dann gehen wir zum Marktplatz. Da können wir auswählen zwischen Waffen, Rüstungshändler, Pferdehändler, Warenhändler. Und ja. Kauft Vorräte automatisch. Anhand Ihrer Einkaufsliste werdet automatisch Vorräte eingekauft fortsetzen. Einkaufsliste einrichten. Wir wollen am Anfang einfach mal ein paar Brote haben. Hier können wir auf 0 stellen. Die brauchen wir nicht. Wir werden das mal auf Standardeinstellung haben. Später müssen wir ein bisschen mehr Brot kaufen und dann auch ein paar andere Waren. Aber so ist gut. Und dann weiter. So, jetzt gehen wir wieder zum Marktplatz und gehen mal zum Pferdehändler. Da ist einfach mal das Beste zum Sehen. Dies ist der Handelsbildschirm. Haltet die Stück-Taste gedrückt und klickt einfach den Gegenstand, um ihn schnell zu kaufen oder zu verkaufen. Ja, hier gibt es Pferde. Die sind relativ teuer, haben verschiedene Eigenschaften. Und ja, sind eigentlich immer von der Wertigkeit geordnet. Oben links sind die teuersten, also die besten, und unten rechts sind die schlechtesten. Und ja, wir können wahrscheinlich kein anderes Boot leisten, oder es gibt kein anderes Boot, wahrscheinlich das letzte. Ja, dann ja. Machen wir nichts weiter hier. Hier haben wir die Waffen und Schilde. Hier haben wir die Rüstungen. Und ja, hier haben wir die Sachen, die halt Lebensmittel und ja, einfach Nutzmittel sind. So, jetzt gehen wir kurz zur Burg. Hier gibt es meistens die Leute, die Adligen. Und ja. Reden wir mal mit König Harleos persönlich. Kenne ich euch? Ich heiße Drago Basler. Mein Name lautet Drago Basler. Ich stehe zu Diensten, werter Herr. Ja, die erste ist halt nicht so höflich, die zweite ist höflich, aber es bringt nicht. Also es ist kein Unterschied. Ich bin König Harleos, Herrscher von Königreichs Vardien und Fürst von Praven. Ich sehe, ihr tragt das Banner eines Adligen, aber ich kenne... Erkenne es nicht. Wisset, dass ich immer auf der Suche nach guten Männern bin, die für mich kämpfen, sobald sie sich meines Vertrauens würdig erwiesen haben. Um was geht es? Habt ihr Aufgaben, die ich für euch erfüllen könnte? Ich muss Reichsritter Clays, der sich momentan in Tirim aufhalten sollte, einen Brief schicken. Würdet ihr ihn also für mich abliefern? Falls ihr in diese Richtung reist, er muss den Brief innerhalb von 30 Tagen in den Händen halten. Gewiss, ich werde an Tirim vorbeikommen und die Überbringung des Briefes sollte kein Problem darstellen. Ich weiß es zu schätzen, Drago Basler. Hier ist der Brief und ein kleiner Geldbetrag für eure Reisekosten. Grüßt Reichsritter Clays von mir, wenn ihr ihn seht.
So, jetzt reden wir nochmals mit ihm. Hier könnt ihr euch dem Volk anschließen, wenn ihr wenn ihr berühmt genug seid und Gutes getan habt. Und ich möchte euch etwas fragen. Ihr könnt ihr den Aufenthaltsort einer Person sehen und ja, ihr könnt ihr fragen, was er macht und was das Reich macht, wie läuft der Krieg. Es wäre vernünftig, um eine dauerhafte Allianz mit eurem Haus zu schmieden. Können wir mal anschauen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, doch als König habe ich andere Pläne für meine Kinder. Aha, also er traut uns noch nicht und ja. Ich möchte euch fragen, wie läuft der Krieg? Wir befinden uns mit dem Königreich Rodok und Sarantische Sultanat im Krieg. Erzählt mir mehr über den Krieg mit Königreich Rodok. Beide Seiten haben in den Kämpfen Schaden erlitten. Und beim Saranat das gleiche. Okay. Jo. Okay, jetzt fängt dann das Interessantere an. Zuerst einmal müssen wir rekrutieren. Und das machen wir, wenn wir noch keine eigene Stadt haben oder Burg bei den Dörfern. Später können wir dann natürlich auch von der Stadt oder von der Burg rekrutieren, aber die sind begrenzt und ihr müsst sie natürlich auch verteidigen. So, wir gehen jetzt mal nach Asgard, das ist die nächste Siedlung. Und ja, das Dorf Asgard scheint zu blühen. In den Feldern und Obstgärten herrscht reges Treiben. Und pralle Säcke voller Getreide und Dörfleisch legen Zeugnis über die Fruchtbarkeit der Felder und Weiden des Dorfes ab. Ihr erinnert euch, dass dieses Dorf und das umliegende Land Reichsritter Raffat vom Königreich Schwarten gehört. Die Bevölkerung ist euch gegenüber gleichgültig. Ja, hier können wir rekrutieren. Niemand hier scheint gewillt zu sein, sich einem Trupp anzuschließen. Der Dörfältester ist in dieser Ortschaft ist euch noch nicht bekannt. Das können wir dann anmachen, wenn wir ihn gefunden haben. Und das können wir, indem wir ins Dorfzentrum gehen und mit ihm reden. Und der nicht läuft, ist er. Guten Tag, Herr, und willkommen in Asgard. Ich bin der Älteste dieses Dorfes. Habt ihr irgendwelche Aufgaben, die ich für euch erfüllen könnte? Banditen haben unsere Rinder gestohlen. Unsere Weiden sind leer. Mit einigen wenigen Rindern können wir neue Herden züchten. Ich mache diese Quest nicht so gern, dann lehnen wir ab. Ja, Herr, natürlich. Verzeiht, dass ich euch mit uns einem Kummer belastet habe. Ich möchte einige Vorräte kaufen. Ich werde mit Gold bezahlen. Natürlich, mein Herr, möchtet ihr Waren oder Rinder kaufen? Ich möchte Nahrung und Vorräte kaufen. Wir haben in unserem Lagerhaus etwas Nahrung und andere Vorräte. Kommt und seht euch um. Ja, hier können wir relativ günstig noch ein paar Lebensmittel kaufen. Aber das müssen wir jetzt nicht. Habt ihr in der Nähe in letzter Zeit Feinde gesehen? Verzeiht mir, Herr, wir haben diese Gegend weder streitmächtig gesehen noch von ihnen gehört. Okay, sonst gibt es glaube ich hier nichts mehr. Gehen wir raus und hier können wir wieder einstellen, was wir verkaufen wollen, sollen. Nee. Und feindliche Handlung können wir, ja, sie beklauen oder, ja, Vieh stehlen. Das ist jetzt weniger richtig. So, jetzt ist mir noch etwas aufgefallen. Das Fleisch ist vor allem für, also das, die Nahrung ist vor allem für die Moral der Truppen zuständig. Ihr könnt natürlich unendlich lange überleben und braucht, glaube ich, gar kein Fleisch. Und ja,
Die Bücher, wie gesagt, sind zum Lernen von Fähigkeiten da, für Attribute zu steigen, glaube ich, auch, und sonst einfach zum Lesen oder ja. Jetzt gehen wir nach